Hallo Freunde der Spielkultur, wir sind bei Defiance Closed Beta, aber ohne NDA, beziehungsweise ohne Verschwiegenheitserklärung. Und deshalb kann ich euch das Spiel auch mal zeigen. Das letzte Mal war es noch nicht möglich, weil da noch die NDA aktiv war. Da habe ich aber auch nur ein paar Stunden gespielt. Und jetzt gehen wir einfach mal in die Charakterstellung rein. Das Besondere an Defiance ist, es ist natürlich ein MMO-like, mit Shooter, ein bisschen wie Tabula Rasa früher. Ich erzähl's ein bisschen dabei, das ist ein bisschen Hintergrundstory, ihr könnt ja lesen, was passiert ist. Was noch zusätzlich eine ganz neue Geschichte ist, dass also gleichzeitig, wenn jetzt Defiance rauskommt, fängt halt auch die Serie Defiance an im Fernsehen. Aber ich glaube, nur auf Sci-Fi läuft's dann. Und dementsprechend, wie der Fortschritt der Serie ist, dementsprechend sollen halt auch Update-Patches kommen für das MMO. Und dementsprechend entwickeln sich Geschichten nebeneinander, zwar an anderen Orten, aber immerhin, da ist so die Parallele gezogen. So, jetzt gleich sollten sie aber reden im Intro. Warum bin ich still? Hört zu, Leute! Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole! 10 Minuten bis zur Landung, Leute! Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem, von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet, zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan, wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Kein Problem, Cap. Du auch! Damit bin ich gemeint. Und die zwei davor sind die Hauptdarsteller aus der gleichnamigen Serie. Jetzt sind wir in der grundlegenden Charaktererstellung. So, es gibt erstmal zwei Spezies, die Irathia und die Menschen, in der männlichen und weiblichen Form mit 4 Klassen. Und der Archetyp ist eigentlich nur das Gesicht. Wir werden jetzt mal in dem Fall einen männlichen Menschen spielen. Dann gibt's halt den Veteran, der Kämpfer aus der Fallkrieg, wird man alle Ewigkeit. Also es wird wohl der allgemeine Soldat sein. Perfekt für Nahkämpfe und Aufträge aus mittlerer Entfernung eignen. So. Dann haben wir einen Überlebenskämpfer, da sehen wir schon, der hat hier so ein schönes Snipergewehr in der Hand. Einsame Jäger geübt, ihre Beute aufzuladen in exakten Orten und die exakte Zeit zum Zuschlagen zu wählen. Bam. So, dann haben wir den Gesetzlosen. Jo. Sind Kriminelle. Ohne von den Behörden gejagt zu werden. Und der Maschinist ist sowas, würde ich sagen,
sowas wie, ach, sagen wir nicht Magier oder so weiter, aber er kann halt wohl, ja. Die Infotexte haben sich verändert zum letzten Mal. Aber der Maschinist, also ich glaube, ich hatte ihn letztes Mal gespielt, der hat auch rumgefeuert, aber der kann halt dann auch Gedröhnchen oder was war das nochmal herstellen. Bin ich mir aber jetzt auch nicht 100% sicher an dieser Stelle. Wir werden aber mal hier ganz einfach den Veteran nehmen, wo wir mal uns ein schönes Gesicht auswählen. Es gibt ihn nur in Braun, dementsprechend. So, jetzt könnten wir noch, ah, das ist neu, Knochenstrukturen anpassen. Zwar keine Regler, aber man kann wenigstens ein wenig, so, machen wir mal so, was dann aussieht, wie ich vielleicht. Ich bin ja so ein Weißbrot, dann kann ich auch die hellste Farbe nehmen. Der Mund, ich habe ja eher so schmale Lippen, würde ich sagen, ja, so. Das Gesicht von der Knochenstruktur passt eh nie. So eher, oder? Ah, ich brauche so ein schmales. Ja, hier, mit den hohen Ohren und den eingefallenen Wangenknochen. So, Augenform, gibt's auch so ein paar Optionen. Dann nehmen wir mal, ja, Augenfarbe, kann ich nicht sehen auf der Distanz, aber ich glaube, das ist grün, das ist auch richtig. Augenbrauen, dick und buschig. So, Haare, meine Frisur kennt jeder. Ansonsten auf den Channel gehen, dann sieht man's. Ja, das kommt hin. Haarfarbe bin ich so ein Kastanienbraun-Typ. Obwohl, Ah, Gesichtsbehaarung. Wenn, dann sehe ich aus wie so ein 80er Jahre Superheld. So, Name gibt's the one and only nur. Und zwar Dr. Proof. Ja. Und weiter geht's mit der Sequenz. Jetzt, Archenjäger. Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Tut mir leid, mein Freund. Landung in 10. Anschnallen. Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke. Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas holprig verlaufen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenzen. Vollkommen normal. Von wegen. Wir gehen alle drauf. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie besser kennt. Alarm. Druckintegrität beschädigt. Festhalten! Wir stürzen nach! Evakuierungskapselstart in 3, 2. So, auf geht's auf dem Planeten, der ja die Erde ist, wo jetzt erstmal geladen wird und wir aus unserer Rettungskapsel gerettet werden. Was auch sehr witzig ist, dass wir beim ganz normalen Überflug über ein Gebiet plötzlich in unsere Rettungskapseln rein müssen. Mach dich bereit, Cass. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Okay. Oh, welches Ding öffnet diesen Scheiß? Cool. Heilige Starko, du lebst! Ich bin Cass Dukar. Ich habe dich landen sehen. Wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch Brei. Was tust du denn? Wow, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Hörst du mich? Du musst dich hinsetzen, Fleck. Hier, setz dich, bevor du umkippst. Du hast dir sicher mehr als nur eine Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Oh, du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schaumbolzen. Hallo.
Hallo? Oh, gut. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund. Ich bin das Endogenie-Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen. Also könnte es zu Beginn etwas holprig sein. Aber ich kümmere mich darum. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. So. Jetzt geht's los, wie man sieht. Es ist genauso wie früher Tabula Rasa. Aber ich glaube, das hat kein Mensch gespielt, außer ich. Und noch ein paar andere, was halt schon so Shooter-Legenden-like war. Es ist auch von der Steuerung wie ein Shooter aufgebaut. Man sieht, das ist Ego. Ego ist in mir rein, reingebaut. Aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Zuallererst müssen wir meine Ausrüstung finden. Die Karte lässt sich inzwischen bewegen, das ist schon gut. Genau, das ist dieser Ort. Man kann sich mit Rechtsklick natürlich Wegpunkte setzen. Wäre aber in dem Fall nicht nötig, weil das ist ja direkt hier um die Ecke. Jetzt explodiert hier auch mal was. Oh, ich muss eh halten. So. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich L für Loadouts. Ich habe jetzt einen Kopfschutz aufgesammelt. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier bei Schild von Bach Industries Schild. Die Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Schnell! Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich werden, damit wir die Suche nach von Bach starten können. Wie man sieht, sind hier Mutanten-Gewehrschützen, die mir jetzt nicht viel anhaben können. Dann haben wir hier noch so einen Hellbug-Jäger. Das sind, wie soll man erklären, das ist halt eine Bug-Rasse. Also ich finde, ja, am einfachsten ist, es sind einfach Bugs. So ein bisschen Starship-Trooper-like. Natürlich in einer anderen Story verpackt. Was gut ist eigentlich an Defiance, ist, dass man generell hier doch angewiesen ist auf ein vernünftiges Aiming, beziehungsweise man muss den Gegner halt wirklich anvisieren und töten. Es ist halt nicht so wie bei manch anderen Shooter-MMOs, dass trotzdem noch dieser Zusammenhang aus, ich habe ja noch so viel Unmengen an Skill-Geschichten, die irgendwie mein Schießen verbessert, sondern ich muss hier wirklich aimen. Und fürs Ausweichen würde ich halt mit Shift in eine Richtung rennen, oder es sollte auch Hüpfen noch geben, beziehungsweise man kann sich abrollen zu einer Seite, das kommt vielleicht später noch. Es gibt natürlich hier auch Skills, dazu kommen wir aber bestimmt nachher noch. Ich werde ja in etwa die erste Stunde euch zeigen, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Einblick. Sturmgewehre sind ideal für mittlere Distanzen, aber auch bei großen Entfernungen noch sehr effektiv. So. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Ich orte Sprengstoff in. Was sehr schön mit Q ganz schnell geht. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte. Die Jäger lassen mich ziemlich in Ruhe. Ah, okay. Da ist jetzt eigentlich schon ein Abschnitt weiter hier hinten. Da muss ich mich jetzt auch noch nicht drum kümmern. Ich muss erstmal zu der anderen Position. Man kann natürlich auch ducken auf C. Alles ganz klassisch. Ob man jetzt über rechte oder linke Schulter geht, hier ist immer so eine überschaubare Geschichte. Ich weiß nicht. Ich habe es eigentlich lieber über die linke Schulter zu schauen, anstatt über die rechte. Aber ich kann es mir jetzt hier nicht auswählen. Ich werde jetzt auch nicht die Option dafür durchsuchen.
Weil es gibt ja inzwischen viele Spiele, wo die Schulterperspektive, man sich diese aussuchen darf. So. Hier ist die Granatenkiste. Und damit werden wir dann alle Waffen haben, die wir am Anfang benötigen werden. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Entferne dich nicht zu weit von meiner Projektion. Wir müssen noch ein paar Subroutinen kalibrieren. Ja, ja, wir kalibrieren jetzt deine Subroutinen. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist ich habe erst gelesen, scheiße dein Training ab. Scheiß auf Training, einfach feuern. So, jetzt kommt Hüpfparcours. Wir fangen mit Tarnung. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. So. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Erledigt. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Damit erzeugst du eine Projektion, die aussieht, wie du und den Gegner verwirrt. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablenkt. Das sind jetzt diese Fertigkeiten, die man dann als Skills lernen kann. Ist aktiv. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist und lande Nahkampfangriffe. Nahkampfangriff werden hier. F. Dadurch sieht man, man kann halt einen stärkeren Nahkampfangriff durchführen. Damit ich sie integrieren kann. So, und jetzt kann ich mich nämlich entscheiden. Das ist der Skilltree, so sieht das hier aus. Da kann man sich jetzt entscheiden, Tarnung, Köder, Überladen oder bionischer Sprint. Wobei ich sagen würde, dass eigentlich das Überladen wirklich am interessantesten ist. Dazu kommen jetzt hier lauter Zusatzskills, die dann da rum sind, und so kann ich auch die anderen Skills erreichen, beziehungsweise ich kann auch als nächstes den freischalten oder den oder den, und man kommt dann halt, kann so in eine gewisse Richtung sich hochskillen. Da ist halt ein ganz, ja, es ist halt ein Ego-Raster, es ist kein Skillbaum, wie man es halt gewohnt ist, und das ist auch nicht verkehrt. So. Jetzt habe ich nicht zugehört. Aber ich soll jemandem helfen, dafür muss ich auf jeden Fall dahin, wo ich gerade noch war. Auf dem Weg kann ich ja ein paar Leute erschießen. Na. Das nochmal zu aim. Hilf Kass. Erstmal Munition. Wir müssen die Kerle ausschalten. Jetzt brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Was für Kerle ausschalten? Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Geh zum Thoriumreaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Das hier ist übrigens der Thoriumreaktor. Ausgezeichnet. Ich konnte das spaltbare Material reaktivieren. Und das da hinten, kann man so sagen, ist ein Spawnpunkt für Gegner. Die kommen einfach aus irgendwelchen Türen oder aus Böden. Ups. Und jetzt ist mein Schild gerade abgeschaltet. Aber hier ist es wie in fast allen Shootern. Man stellt sich einfach an irgendeiner Ecke hin und kriegt dann
wieder voller HP. Warum sind die denn so aggressiv? Ach so, weil hier hinter direkt so ein Spawnpunkt ist. Das Ding geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. So. Nicht sehr galant, aber ich habe doch die Mission geschafft, beziehungsweise das Quest an dieser Stelle. Und jetzt fliegen wir so schön, weil wir haben diesen komischen Reaktor in die Luft gesprengt. Diese Sequenz ist auch neu, aber sie sieht eigentlich ganz nett aus. Gib dem 80er-Jahre-Held deine Hand. Was dein Ego-Implantat, oder? Faszinierend. Nee, ich bin schizophren. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weit kommen. Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. Weil wir haben auch unsere Telefonnummern gerade ausgetauscht. So, schon geht's nach Mount Tam. Das ist nämlich jetzt das nächste Gebiet, das erste Gebiet, wo man eigentlich wirklich startet. So. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange Signale von ein paar IDEC-Pops. Munition. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. Oh, ich habe doch gelogen. Man kann jetzt nicht an die andere Fähigkeit, man müsste sich dahin arbeiten. So. Was war das? War Köder? Tarnung war da unten, ja. Bewegung fällt, nachdem man steht, vorstellen, auch wenn du bewegst du dich 3 Sekunden lang schneller. Aha. Nach einem explosiven Abschuss, unwichtig. Ich könnte auch einfach den erhöhen. Ah ne, kann ich auch erst ab Power Level 100. Das war letztes Mal, glaube ich, auch anders. Oder? Oder? Wir machen Dickhäutigkeit. Ein bisschen besser drauf sein, wenn das Schild beschädigt ist. Ist schon ganz gut. So. Jetzt suchen wir ja den Professor beziehungsweise den Doc, der am Anfang der Sequenz war. Sachen nimmt man automatisch auf, habt ihr ja gerade gesehen. Jedenfalls Kohle. Kohle. So, nochmal zurück zur Story. Wir suchen jetzt den Professor, weil der ja wichtige Daten hat, beziehungsweise hier mit irgendwie den Arc-Jägern auch zu tun hat. Jetzt kommen wir zur ersten Kapsel und dann wird gesagt, oh, die Kapsel ist aber leer. Ich hoffe, dass derjenige, der darin gesessen hat, noch lebt. Irgendwo. Da muss man nämlich weiter zur nächsten Kapsel. Damit ich das Tal scannen kann. Beziehungsweise sie möchte das Tal scannen. Obwohl, wie auch immer die das Tal scannen will, wenn die in mich reingesetzt ist. Kettenabschuss. Bonus. Hui. Wir lassen keine Kohle liegen. Riesiger Berg Kohle. Ein SC erhalten. Laufen. Schneller. Superhero. So, auf ins Gelände! Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Der Absturz ist schrecklich. Na komm.
Oh nein, der hier hat nicht überlebt. Oh. Ich empfange ein erlöschendes Ego-Signal. Das bedeutet, dass er auch ein Archenjäger war. Ich empfange mehrere GPS-Signale der von Bach Industries. Eines davon muss zu ihm gehören. Wir sollten sie schnell überprüfen. So, mal eben in die Karte reingucken. Da ist dieses ganze Gebiet, das erste. Da sehen wir auch Time Trial. Schieß mich tot. Das sind so kleine, das gab es letztes Mal noch gar nicht. Da muss ich mal eben kurzen. Gucken. Aha. Fahre durch die Kontrollpunkte. Okay, das sind irgendwelche Rallye-Events wahrscheinlich. So, sorry Leute, da hat es das Spiel zerfetzt. Ja, es ist ja noch eine Beta, aber es ist jetzt eigentlich schon eine Beta ziemlich nah am generellen Release von dem Spiel, muss man dazu sagen. Tja, EP-technisch ist das kein Gewinn. Wie gesagt, es ist nicht mehr lange bis zum Release. Ich glaube, bei Steam wird es ja schon massiv beworben, das Spiel. Dementsprechend sind natürlich so Sachen wie Abstürze nicht schön. So kurz davor, bevor alles rauskommt. Beziehungsweise halt die ganze Masse der Menschheit dahin geht. Wo man bedenken muss, dass ja mein Grundsystem hier schon ganz schön ordentlich ist. Also... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt nicht den Otto-Normal-Gamer-PC, da ist schon ein bisschen Power hinter. Wie ist das erst, wenn das dann ganz viele Rechner haben, die jetzt vielleicht nicht so gut ausgerüstet sind? Naja. Jedenfalls suchen wir jetzt die Kapseln von unserem guten Professor Bach. Diese Expedition ist in ernsthafter Gefahr, wenn wir von Bach nicht finden. Er ist der Einzige, der das Wissen besitzt, um die Geheimnisse des Archenkerns zu entschlüsseln. Richtig. Deshalb suchen wir ihn ja auch gerade. Beziehungsweise suchen wir die Kapsel von ihm. Piu. Körperscan. Mit einem Tablet-PC. Alle Ziele wurden ausgeschaltet. Gute Arbeit. Mein DNS-Scan zeigt, dass es nicht von Bach ist, sondern wie die Eye-Mitarbeiterin 130. Das ist nicht gut. Sie war für diese Expedition sehr wichtig. Peter. Mein DNS-Scan zeigt, dass das hier der Chef des Sicherheitsdienstes ist. Wer auch immer ihr seid, ich habe dafür keine Zeit, ich muss hier kämpfen. Ein Verstorbener von Bach Industries-Techniker. Ich befürchte das Schlimmste. Nämlich, dass wir alle verloren haben. Nicht alle, ich lebe ja noch. Das ist nicht von Bachs Leiche. Es ist eine Tragödie. Es gibt wohl über 300 Tote. Ob von Bach lebt oder nicht, er scheint zumindest nicht in der Nähe des Absturzortes zu sein. Wir brauchen Hilfe, um ihn zu finden. Ich empfange soeben einen Notruf von Captain Grant. Ich stelle ihn durch. Ich wiederhole. Alle unbewaffneten und verletzten Überlebenden suchen Deckung und bleiben an Ort und Stelle. Wir werden euch finden. Alle kampffähigen Überlebenden melden sich beim Notfallhauptquartier am New Freedom Sammelpunkt. Schnellstmöglich. Hey, Archenjäger. Hast du die E-Rap-Nachricht bekommen? Triff mich am Sammelpunkt. Ich bin auch schon da. Hier sehen wir übrigens, dass wir uns Sachen einkaufen können. Beziehungsweise Vorräte einkaufen, wo zum Beispiel Spezial... Tja, hier gibt es halt Angebote alle paar Stunden. Ich glaube, letztes Mal war hier sogar noch die Rede von gewissen Echtgeldgeschichten, genau. Wie diese K-Code, das ist nämlich hier keine Ingame-Währung, diese 1000. Das ist, ich glaube, es gibt hier sowas wie einen Shop später. Oder auch nicht. Ich möchte wissen, warum E-Raps hier sind. Suchen wir den zuständigen Mann. Ich könnte mich da auch täuschen. Weil ich kenne da, ich weiß nicht genau, welches Modell hier hinter ist. Bei Defiance letztendlich. Weil es ist ja eigentlich ein 50€ Vollpreistitel. Ob man dann halt unbegrenzt spielen kann.
oder etc. 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 Abo-Modell glaube ich jedenfalls war es nicht, weil Abo-Modell-Spiele werden ja heute überhaupt nicht mehr entwickelt. Also kann sein, dass es ein Verleichter, also einen Ingame-Shop gibt, der das Spielen etwas erleichtert, aber man trotzdem einen Vollpreis bezahlt. Vielleicht schreibe ich diese Information noch hier unten in die Informationen rein. Dann wisst ihr genauer Bescheid als ich jetzt gerade eben. Ey, MC Hammer! Naja, gehen wir die Sequenz angucken. Die New Freedom ist abgestürzt. Es gab schwere Verluste. Hört mich jemand? Captain Grant, Sir. Die Terraforming-Interferenz ist... Weiter versuchen, Corporal. Du sprichst so lange in das Ding, bis deine Stimme versagt. Verstanden? Sir. Ich kenne dich. Du bist einer von Bachs Archenjägern. Aber wer bist du? Und was machst du in meiner Operationsbasis? Moment. Sagtest du von Bach? Wie in von Bach Industries? Der Kerl, den sie Händler des Todes nennen? Was läuft hier eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren, Fräulein. Sir, wir haben mindestens 200 bestätigte Tote und fast doppelt so viel Verwundete. Ohne Chance auf Evakuierung haben wir kaum genug medizinisches Personal oder Vorräte, Sir. Die Aufklärung hat ein verfallenes Krankenhaus gefunden. Schickt einen eurer Männer, damit er es nach Vorräten durchsucht. Ja, Sir. Das Rettungsteam wird vom Bergzug aus beschossen. Wenn sie nicht in den nächsten 35 Minuten den Strato besteigen können... Sir, die Überlebenden auf den Decks 4 bis 7 werden wahrscheinlich lebendig verbrennen. Das wird nicht geschehen, Sergeant. Ziehen Sie alle zurück. Sagen Sie den Männern im Strato aber, dass wir sie herausholen werden. Ja, Sir. Hey, Eisenhower. Die Scharfschützen gehörten einmal zu MDE. Jetzt sind sie nur noch eine Bande blutrünstiger Mutanten. Du willst mir sagen, dass diese Dinger MDE-Soldaten sind? Ja. Hat Ihnen wohl keiner gesagt, dass der Versuch vor ein paar Jahren in die Hose ging? Sie denken, das ist eine Invasion. Woher weißt du das alles? Es gibt hier viel MDE-Schrott. Nicht zuletzt das Projekt... Ja, Projekt Tranquility. Ich weiß alles darüber. Menschen und Botaner leben in perfekter Harmonie. Was für ein Haufen Stacko. Tranquility war keine Kampfoperation. Die Mutanten haben keinen Zugriff auf Waffen, die einen Stratoträger abschießen könnten. Mit diesem Mysterium stehen sie alleine da. Hör zu, auch wenn es mich anpisst. Der Schutz deines arroganten Chefs ist wichtig für den Erfolg der Mission. Wenn du mir hilfst, etwas Klarheit in dieses Durcheinander zu bringen, können wir zusammenarbeiten, um ihn zu finden. Also gut, ich muss mein Rettungsteam sofort in die New Freedom bringen. Pass also auf die Scharfschützen auf. Wo gedenkst du hinzugehen, Fräulein? Du wirst mir alles, was du über dieses Sperrgebiet weißt, erzählen. Immerhin wanderst du hier illegal rum. Scheiß E-Rap! So, Mission abgeschlossen. Ich habe eine neue Pistole bekommen. Da kann ich direkt das automatische Cleaver austauschen. Und inzwischen kann man sogar sehen, die hat plus 4 Magazin, macht aber weniger Schaden, hat aber eine höhere Feuerrate. Oder 6,5 Sekunden. Könnte auch sein, dass das 6,5 Sekunden Feuerrate. Ist schwierig. Nachladen ist verkürzt, alles verbessert. Auch die kritischen Treffer, nur der Grundschaden verändert sich. Also nehmen wir die besser mal, weil cooler. So. Jetzt können wir so genre-typisch Missionen machen, beziehungsweise annehmen. Dann haben wir hier vorne nämlich einmal die Hauptquest und wir haben kleine Nebenquests. So. Mutierte Scharfschützen greifen an. Das Rettungsteam kann erst losziehen, wenn du das Tal durchquert und dich um die Ziele auf dem Bergrücken gekümmert hast. So. Jetzt geht es nämlich um genau diese Sniper, die gerade angesprochen wurden. Die soll ich nämlich jetzt ausschalten und dafür muss ich die ein bisschen umlaufen. Da sehen wir auch schon rechts oben auf dem Radar, dass das Gebiet markiert wird. Also es gibt dann so eine Tötungs-Area bzw. Quest-Area, wo meine Quest-Mobs stehen. Finde ich eigentlich ganz gut, immer wenn das so angezeigt wird, dann sucht man sich nicht tot. Ich bin ja wirklich jemand, der hat WoW Classic früher gespielt und Ultima Online und so weiter und teilweise war man echt verloren. Also suchen macht halt Spaß manchmal, wenn denn die Beschreibungen gut sind, aber es sind nicht immer alle Beschreibungen so toll, dass man direkt alles findet. Deshalb ist das schon okay, wenn man hier so diesen Hinweis hat, da musst du hin. So. Jetzt werden wir von cooler Musik begleitet und jetzt geht's mich hier ab an diesen Sniper Point und jetzt müssen wir das Mutantenlager neutralisieren. Was in dem Fall aber bedeutet, leg ein paar Bomben. Ach, hier hatten wir die Rolle auf Alt.
Ja. Jetzt waren schon ein paar Freunde, das sind so manche Quests sind zusammen zu erfüllen. Und hier haben ein paar Leute schon angefangen, das Lager in die Luft zu sprengen. Eindringling! Verteidigt diese Position! Deshalb hat derjenige jetzt schon das Lager hier alles gesprengt. Und jetzt müssen wir gemeinsam diesen dicken Typen zerstören. Wo ich sagen muss, am besten kann ich arbeiten, wenn ich einfach hier oben rumstehe und den unter Beschuss nehme. Schick sofort Verstärkung! Wir ergeben uns nicht. Das macht es nämlich am einfachsten, während meine Mitspieler da unten rumlungern und im Nahkampf mit dem sind, kann ich hier oben echt total entspannt vollen Schaden machen und mach sogar den Abschuss. So, und runter mal. Da gibt es mir noch ein paar. Und es gibt natürlich hier auch noch Loot. Sehen wir nämlich da schon was Grünes. Muss man mal länger halten, damit man nicht alles mal sofort auffilmen kann. Und die Waffe wurde auch direkt ausgerüstet. Hört sich auch direkt anders an vom Sound. Cooler Sound. Ich glaube, wir beide haben eine strahlende gemeinsame Zukunft vor uns. Das Rettungsteam ist sicher. Es geht jetzt in die New Freedom. Du hast wohl Grant davon überzeugt, dass wir Eichenjäger hier nützlich sein können. Du kannst einen der Runner nehmen. Hol ihn im Hauptquartier auf dem Weg nach unten ab. Sonst brauchst du bessere Stiefel und wesentlich mehr Waffen. Fahrzeug habe ich noch nicht. Schild habe ich hier. Eisenschutz jetzt. Sehen wir halt auch die Verbesserung. Aufladung, Sekunde, 10%. Hier ist der höher, dafür hat man aber mehr Kapazität. Granaten habe ich immer noch ein. Waffen ist okay. Perks. Perk habe ich noch nichts zum Auswählen. Und andere Perks auch nichts. Jedenfalls kann ich den nicht nutzen. Ich denke mal, dass ich die dann schon einbauen müsste. Generell. Perk ist doch übersetzt Zusatz irgendwie, ne? Naja, in dem Fall ist das ja noch nicht so wichtig. Dann gehen wir zurück zum Lager. Kehre zurück zum Lager der E-Raps. Was dieser Militärverbund ist. Wo der Colonel drum rumlungert. Der mich irgendwie so ein bisschen erinnert an den Colonel aus Avatar. Der so ein bisschen hartgesonnen war und auch am Ende ein ganz schönes Arschloch. Lila Punkte übrigens auf der Karte sind immer Mitspieler, die gerade hier so ein bisschen rumrennen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, dieser Trümmerhaufen, der liegt, ist eigentlich das Schiff, wo ich noch vorhin geflogen bin. Zugriff auf einen Runner. Du kannst ihn benutzen, wann immer du willst, um schneller voranzukommen. Ein Arzt hat Vorräte in der Accord Medical Clinic gefunden. Er sagte, dass dort überall Mutanten sind. Bring ihn dort hinein, damit er das Zeug besorgen kann. So, aufgesammelt. Darüber hinaus habe ich jetzt noch was aufgesammelt, nämlich den Deadbolt. Was natürlich ein Scharfschützengewehr ist, sieht man ja schon. So, das wäre das. Dann können wir auch hier, glaube ich, anstatt der Pistole, genau, wir können nämlich hier dann das Maschinengewehr nehmen und den Sniper als sekundäre Waffe. So, wir sind hier. Und da sind die, genau, wir gucken uns mal so eine Nebenmission an, was es hier zu tun gibt. Weil wenn ich die Hauptmission annehme, kann ich nicht die Nebenmission. Es geht immer nur wohl eine Mission zu spielen. Die Republik Erde hat eine Mission, die erledigt werden muss. Und zwar von einem Außenstehenden. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Siehst du, nämlich sofort sind die anderen Missionen hinfällig. Finde den VBI-Wellenvermesser.
Und so wie das aussieht, ist er da oben auf der Brücke. Also muss ich hier ein ganzes Stück nach vorne laufen. Oh, ich könnte natürlich auch mein Fahrzeug benutzen. Obwohl jetzt hier beim Rüberhüpfen ist das natürlich unpraktisch. Nein, 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 nicht abrutschen! Sehr schön. Ja, ich hab's geschafft. Wie immer, ich bin der Held. Direkt stuck hier in so einer Ecke. Boah, Gott sei Dank. Hui! Und rüber. War es überhaupt hier oben auf der Brücke? Ist bestimmt doch unter der Brücke. Achtung, das ist ein Hinterhalt! Ein Hinterhalt. Alle Ziele wurden ausgeschaltet. Gute Arbeit. Ah, ist doch Ingame-Währung, dieses Grüne. Holen wir sie uns. Da ist die Datenkarte, beziehungsweise der Wellenvermesser. Holen wir die Materialien zurück. So, jetzt holen wir mal mein Fahrzeug, was man jederzeit halt hier holen kann. Was ja eigentlich auch eine ganz coole Sache ist. Piu. Tja, Bleifuß 2, lege mit 25 Meter mit einem einzigen Sprung zurück. Ist auch schön zu fahren. Ich sehe zwar drauf an, als wenn ich irgendwie auf dem Kackstuhl sitzen würde, aber das macht ja nichts. Fahren und Pupsen sind ja schöne Sachen. So, jetzt können wir in den Briefkasten hier meine fertige Mission reinschmeißen. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Und habe einen Mod erhalten. Katalytischer Verstärker. Damit kannst du deine Ausrüstung personalisieren. Ja, das sind natürlich viele Infos. Ich kann jetzt meine Ausrüstung personalisieren. Das müsste man natürlich nur wissen, wo. Am besten Ausrüstung, Verwertung. So, wähle einen Gegenstand, den du verändern willst. Sagen wir mal, nehmen wir den FL Saw hier. Keine Option zur Verfügung. Keine Option zur Verfügung. In Ressourcen aufspalten will ich auch nicht. Eisenschutz. Keine Option zur Verfügung. Ego-Raster wär's ja auch nicht. Statistik. Ah, doch. Jetzt haben wir es doch gefunden. Nämlich hier ist der Echtgeld-Ingame-Shop. Mit Boostern. Zur Kasse, Schnellkauf. Ganz fiese Geschichte. Obwohl man sagen muss, wenn Booster halt nur gekauft werden und ja, hier irgendwelche Kleidungsgeschichten, dann hält sich das ja in Grenzen. Wenn das wenigstens keinen Einfluss nimmt auf das Spiel letztendlich. Und man das vielleicht auch anders noch erreichen kann. Eine Statistik ist ja auch immer ganz schön. Inventar haben wir, katalytischer Verstärker, kann an Pistolen angebracht werden. Habe ich jetzt gerade aber nichts von gesehen. Automatisch Pistole in Ressourcen aufspalten. H6. Kann ich auch nur in Ressourcen aufspalten. Ich will ja eh keine Pistole. Dann spalten wir die mal in Ressourcen auf. Wird wahrscheinlich auch immer die bessere Variante sein. Dann nehme ich weiter in das Hammerfield. Wahrscheinlich muss ich auch irgendwo an der Stelle sowas wie einen... Ich hätte da eine dringende Mission, aber das ist nicht für einen Soldaten. Sie erfordert einen Draufgänger wie... Nun ja, dich. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. So, Lückenfüller. Ist natürlich ein toller Name für eine Mission. Gucken wir uns währenddessen an, dass ich hier auch noch einen Booster habe auf Shift. Wie der so fahren kann, ey. Ist echt... Und die fahren vor allem überall drüber. Tja.
Das waren die Spaltermutanten. Ein kurzer Auftritt. Das wird der Republik Erde einen großen Dienst leisten. Das waren schon wieder welche. Jetzt habe ich schon 10 Feinde mit kritischen Treffern erledigt. So, jetzt kann ich die Hauptmission noch weiterführen. Schon wieder. Ich bin zu gut, ey, für MMOs. Ich steck immer fest mit meinen dämlichen Dingern. Egal, was ich mache, ey. Es ist immer dasselbe. Ich hab's auch früher geschafft in WoW. Ich hab's nicht gesucht in Exploit. Ich bin plötzlich einfach in Sturmwind durch den Boden gefallen. Ja, und kam dann nicht mehr raus. So wie das halt gehört. Munition aufladen. Jetzt können wir mal gucken. Na, Inventar. Wo bist du? Nicht Ausrüstung. Inventar. Da ist der Inventar. Katalytischer Verstärker. Pistolen. Kann an BMGs angebracht werden. Das wird hier irgendeine Form von Gewehr sein. Was ich wahrscheinlich gerade noch nicht habe. Und das ist jetzt kein Echtgeld, sondern das sind Materialien. Obwohl man hier sieht, diese Tier 3 Lockbox, das ist auf jeden Fall Echtgeld. Und das sind irgendwelche Materialien, die man wahrscheinlich irgendwo sammeln kann. Und Tier ist alles klar, ne? Wissen wir, was das heißt? Es gibt halt, ja, Tiers. Wie in anderen MMOs auch. Vor allem WoW fällt mir da immer sehr gut ein. Ich empfange ein Notsignal von Captain Grants Männern. Sie stecken in Schwierigkeiten und brauchen unsere Hilfe. Ah, okay. Dann fahren wir mal zu seinen Männern. Fallschaden gibt es natürlich nicht. Es gibt nur einen Booster. Ich sitze fest! E-Rip-Mediziner retten. Kettenabschuss. Und wie man sieht, hier ist schon ein anderer Kollege wieder. Mutanten im Anmarsch aus Westen. Westen, wenn da Norden ist. Okay, sie werden einfach nur reingemorpht. Vor allem die Splitter-Mutanten bewegen sich jetzt nicht sehr realistisch. Oh, kein Headshot. Ach, dauert das lange, die nachzuladen. Kann ja echt Kaffee und Kuchen trinken gehen zwischendurch. So. Jeder hat seinen eigenen Loot, sieht man halt auch. Danke für die Unterstützung. Wir bringen diesen Truck zum Laufen und treffen dich an den Überresten der Klinik. Schön. Damit haben wir die, ja, die E-Reaper hier gerettet.
Ich muss echt sagen, dass im Gegensatz zur letzten Beta haben die das doch schon alles ein bisschen anders jetzt aufgebaut. Also ich glaube, letztes Mal gab es dieses Event schon mal nicht. Das spielt sich auf jeden Fall auch schon ein bisschen feiner. Jetzt hänge ich wieder hier fest. Ich hab's aber auch mit dem Festhängen. Und jetzt sollten wir zur Klinik kommen. Hallo, Klinik. Mutanten haben eine Straßensperre errichtet. Hallo, Straßensperre vor der Klinik. Sterbmutanten. Und wieder rüber. Halt! Nicht über die Brücke! Die Mutanten haben Sprengladungen angebracht. Und jetzt? Die Sanitäter müssen über die Brücke zur Klinik. Wir müssen die Mutanten davon abhalten, sie zu zerstören. Ah, da sind die Sprengsätze. Das Wasser sieht jetzt nicht so dolle aus. Obwohl, grafisch macht es eh nicht so einen Bombeneindruck. Es ist halt solide, würde ich mal sagen. So, dann machen wir mal zur Leiter da an der Ecke. Katastrophe abgewendet. Wir sollten uns mit den Sanitätern in der Klinik treffen. Sollten wir? Hasenjäger, wir sind auf Position. Aber hier wimmelt es nur so von Mutanten. Wir brauchen deine Hilfe. Nicht nur ihr. Nicht nur ihr. Dort gibt es medizinische Vorräte. Aber wegen diesen herumlungernden Freaks komme ich nicht an sie heran. Befestige diese Positionszeiger an den Vorräten. Komm dann zurück und hol mich. Die Funkgeräte funktionieren nicht. Sobald die Luft rein ist, gib vom Dach ein Leuchtsignal für das Sanitäterteam ab. Wir sichern das Gebiet. Lass uns die medizinischen Vorräte finden. Achte aber auf Mutanten auf dem Weg. Und markieren. Und hier hängen auch schon wieder ein paar andere rum. Guck mal, eine rote Tonne. Sehr gut. Das ist eine gute Menge an Vorräten. Wir haben sie. Gut gemacht. Wir sollten den Sanitätern vom Dach aus Signale geben. Jetzt nur die Frage... Welches Dach? Und wie komme ich da hin? Wahrscheinlich meinen die das Dach. Da, wo die Fahne ist. Das sieht aus, wenn es explodieren könnte. So ein Schild. So. Nix flankieren. Signal geben. Hui, Feuerwerk. Da müsst ihr gar nicht rumschießen. Wo haben Sie die Hubschrauber her? Moment, das sind ja Mutanten. Mutanten mit Hubschraubern. Ich suche Deckung. Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Scheiße! Wurde getroffen! Und jetzt?
das ist ein Elite-Schütze. Der hat direkt mehr Kohle gebracht. Nix, vorwärts stirbt. Vorwärts stirb du. Ich übernehme. Gibt keine Feinde. Mist, Feind gesichtet. Ach doch, da im Norden noch. Noch ein Mutant. Mission abgeschlossen. Erhalten Orkan 2. Hey, zurück zu den Zirkuszelten der E-Raps. Sie haben immer noch Funkprobleme und ich kann helfen. Du kannst mich ruhig verurteilen, aber hier kann man Kohle machen. So, weniger Kapazität, aber schnellere Aufladung. Dementsprechend nutzen wir doch einfach mal das. Hui! Komm her, Fahrzeug. Ah, da ist eine Nebenmission. Die schauen wir uns an. Hier gibt es eine Herausforderung. Bei diesen Prüfungen kannst du dein Können mit dem anderer Archenjäger vergleichen. Ja, aber es interessiert mich gerade nicht, sondern mich interessiert hier vorne die Nebenmission, was einfach nur so ein blauer Punkt ist immer. Das spart alle Questgeschichten. Wenn du ein wenig extra Jaja machen willst, habe ich genau das Richtige für dich. Extra Jaja. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Ich weiß auch wohin. Wir müssen zu der Markierung. Wir müssen die Materialien einsammeln. Super. Materialien. Kritischer Schlag. Wohin genau? Na? Ich dachte, ich zeige euch mal, wie die Granate aussieht. Lustigerweise, kritischer Abschuss ist immer... Na? Weg hier. Ich gehe ran. Kommt noch ein Schuh. Jetzt habe ich irgendwie eine Teilmission gemacht. Egal, weiter Materialien einsammeln. Überwachungskamera, die kann man immer gebrauchen. Wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab. Richtig. Und was ist da vorne? Ist das eine Herausforderung oder ist das... Was ist das denn? Hellbug-Zerstörung. Ah, da ist, kann ich meine Mission wieder abgeben, da ist so ein Briefkasten. So. Wenn du jedes Mal so viel Wirbel machst, kannst du dich bald in Antarktika zur Ruhe setzen. Hey, zurück zu den Zirkuszelten der E-Raps. Sie haben immer noch Funkprobleme und ich kann helfen. Du kannst mich ruhig verurteilen. Ja, kann man natürlich machen. Aber man kann auch weiter hier Nebenquests machen. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Aber wir werden mal eben kurz gucken, was ist mit... Weil die Zeit ist gleich rum, Leute. Wir gucken jetzt noch Time Trial Tranquility Sprint. Das wird ja wahrscheinlich jetzt so ein Rennen fahren. Genau. 3, 2.
Super, es gibt also Rennen mit ganz schlecht steuerbaren Fahrzeugen plus Lecks. Los, gehen wir. Ich habe das Ziel markiert. Wohin gehen? Sekunden. Immerhin beim ersten Versuch 4 Sekunden nah dran an den anderen. Ah, ich glaube, das geht noch besser. 3, 2, 1. Immerhin bin ich ja so ein Vollprofi. Und nicht wie so die MMO-Verwöhnten. Na komm. 2 Sekunden schneller. Vielleicht bin ich zu zaghaft. Ach, Hauptsache, ich bleib jetzt hier hinten am Nirgendwo stehen. Ach ja, das ist echt unsauber. Jetzt darf ich mich von hier aus zurückfahren, wegen dem Racing. Aber eigentlich ist die Fahrzeugsteuerung gar nicht gut ausgelegt für Racing. Jetzt mal so unter uns ein wenig. Also das ist okay. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Halo 1. Kann sich da noch jemand erinnern? Hat mal jeder gesagt, was für eine geile Fahrphysik. Aber in Wirklichkeit war es total schwammig zu fahren. Sobald man an der Wand war, war eh vorbei. Mal eben die Nebenquest noch zu Ende führen. Wo wir wieder bei dem Problem wären, wie bei jedem MMO. Ich mach mal eben noch das und mach dann noch eben das und mach eben noch das. Und damit muss ich leider sagen, um schon mal das Fazit einzuleiten, Defiance macht vieles richtig. Es ist, es geht... Na, geh weg von mir. Es ist wirklich recht actionreich. Wobei ich sagen muss, früher schon, Tabula Rasa zum Beispiel. Ich habe Tabula Rasa super gern gespielt. Die Kolonien der Botaner werden. Ah, jetzt muss ich mich auch noch eben konzentrieren. Aber das Problem bei Tabula Rasa war einfach irgendwo. Es hat kaum einer gespielt. Weg hier. Vor allem, das sind Elite-Gegner. So, komm her. Eieiei, ich habe die Granate noch gesehen. Alles schön kritisch. Willst du mich veräppeln? Hier, nimm meine Granate. Und jetzt kritisch. Naja, oder auch nicht. Aber nah dran. Waren jetzt auch Elite-Gegner. So, ab auf mein A-Text. Ja, Leute und Freunde der Spielkultur, das war die Stunde Defiance. Ich hoffe, ihr habt euch ein Bild von dem Spiel machen können. Es ist einfach, wie gesagt, es ist ein MMO, es funktioniert.
wer sowas mag. Man kann hier bestimmt viele Stunden Zeit verbringen. Questdesign ist aber klassisch. Zwar echt schön verpackt, weil man halt die Mission unterwegs findet und ich jetzt nicht sich dank der Ego-Einheit in seinem Kopf nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Lali-Fali-Questgegnern bzw. Questgebern rumärgern muss, die eh total irrelevant sind, wo man die Questlogs eh nicht lesen will. Hier ist einfach Action geboten und man ballert, schießt was ab. Es geht um Skill ein bisschen, man muss halt auch Headshots platzieren. Kriegt dann dafür Points, dass man halt Headshots macht und halt ein bisschen mehr XP. Sammeln geht schnell von der Hand. Dann gibt es ein Crafting-System. Es gibt leider einen Ingame-Shop, wird sich dann zeigen bei Release, inwieweit der sich noch auswirkt. Es ist natürlich ein bisschen fies, was wahrscheinlich bestimmt von vielen bemängelt werden wird, dass der Ingame-Shop existiert neben dem 50-Euro-Kaufpreis. Also es wird sehr wahrscheinlich also sein 50 Euro Kaufpreis, dafür kann man natürlich den gesamten Inhalt spielen. Der Ingame-Shop ist nochmal für eine Erleichterung, dass man zwischendurch Booster-Packs und weiter und Spielzeit nicht einsetzen muss. Wenn das natürlich unglaublich ungerecht verteilt ist, dass man unglaublich viel Spielzeit braucht im Gegensatz zu ich nehme mal eben 5 Euro in die Hand und kaufe das, dann wird es sicher sein, es wird einen ganz schönen Shitstorm gegen das Spiel geben. Alles andere läuft aber jetzt schon recht sauber, bis auf den einen Absturz, den wir miterlebt haben. Und daraufhin, dass ich meinem Typen nicht ins Gesicht gucken kann, egal was ich mache. Und dafür habe ich ihn... Dafür habe ich dem den geilen Bart verpasst und ihn zum 80er-Jahre-Held gemacht, damit ich ihn niemals sehen kann. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Und schlagt mir doch einfach Spiele vor, die ich mir angucken soll und dann in einer Stunde anspiele. Und. Ich mache das alles. Naja, nicht alles. Aber wenn es mir gefällt, spiele ich schon mal. Bis dann.